Was geht ab, liebe Freunde? Vielen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Happy Wheels. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe in der letzten Folge gesehen, 2200 Likes. Ja, ist ganz nett. Ist mir auch vollkommen egal, ob jetzt irgendjemand sagt, Hadi, geier nicht so nach Likes. Ich kann das Video sowieso nicht monetarisieren, weil YouTube sagt, nein, ist zu gewalttätig. Von daher, ich mache das erstens, weil es tatsächlich ein bisschen Laune macht. Und weil ihr es gerne sehen wollt. Von daher, Freunde, ich meine das wirklich ernst. Diese Folge, 3000 Likes, haut kräftig in die Tasten, dann kommt die nächste Folge und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Level. Rope Swing 3 by Guy Incognito. Hello everyone, this is my third Rope Swing, but on this occasion, this level is neon. I hope you like it, have a nice day. So, Rope Swing hatten wir in den letzten Folgen oder auch im Stream tatsächlich noch gar nicht. Das ist Bruder, Moment, wo ist denn... Alter, okay. Das habe ich ja bis jetzt auch. Warte mal, ich mache mal ganz kurz die Kamera ein bisschen heller. So ist gut, so ist gut. Hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Rope Swing auch schon lange nicht mehr. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich habe hier so eine Kette, Regenbogenfarbene. Freeze Zone. Okay, das ist geil. Das ist geil. Seht ihr, Freunde? Alte Mechaniken mal neu aufgelegt. Das ist natürlich ganz geil. Und das ist das, was mir bei Happy Wheels eigentlich immer gefehlt hat. Alter, Rope Swing, voll easy peasy. Schaffen wir easy. Moment, hier unten rein. Jetzt durch diesen Ball, fall rein. Moment, so und... Okay, also... Ich weiß ehrlich gesagt nie, wie viel Arbeit hinter solchen Leveln steckt. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall schon ziemlich nice. So, Moment, ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Wir müssen jetzt aufpassen. Ich glaube, ich muss jetzt raus, weil ansonsten kriege ich nämlich diese... Make a ball, okay? So. und jetzt? Warte mal, jetzt falle ich da unten rein als Ball. Alter, voll die nice Idee. Allerdings finde ich jetzt nicht, dass es so ein krasser Rope Swing ist, weil ich muss mich irgendwie überhaupt nicht swingen. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie da fehlt was. Muss ich jetzt immer noch einen Ball machen oder kann ich jetzt... Muss ich mich jetzt festhalten? Alter! Okay, das... Ey, ich möchte nicht wissen, wie lange der Typ an diesem Level gesessen hat. Das muss ja Tage gedauert haben. Krass, Mann. Übrigens werden da oben irgendwelche Donations angezeigt. Die aus dem... Nein! Köpfe bitte nicht! Nein! Also, ich würde sagen, das war auf jeden Fall derbefähig. Aber egal, wir probieren das jetzt nochmal. Er verwandelt sich jetzt wieder in diese Pixel-Statue. Ich muss mich jetzt, glaube ich, auch wieder festhalten. Moment. Oh, ich hoffe, dass da noch irgendwas Cooles jetzt kommt. Und dass sich das jetzt gelohnt. Wir müssen einfach ein bisschen länger dranbleiben, oder? Das Problem ist, wie soll man da wirklich rein? Wisst ihr, wie ich meine? Also ich werde halt... Wie soll man da denn rein? Man kann halt überhaupt nicht irgendwie... Man hat ja keinen Schwung. Am Arsch, Freunde. Ich lass mich nicht von dem Level verarschen. Ja, vor allen Dingen, ihr habt es auch selber gesehen. Man hat keinen Schwung, um irgendwie da reinzukommen. Das ist ja mega kacke. So, Bottle Flip Rainbow von Maxi Max. Very hard and random Bottle Flip. For VP, Violent People. Das ist bestimmt wieder irgend so ein YouTuber, den ich nicht kenne, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber egal, wir spielen das Level auf jeden Fall. So, wir müssen, Alter. Okay, krass. Warte mal, da unten ist Win. Master Hack GG. Crystal Ultra 1% Rainbow Shark Impossible. Okay, ich schmack... Mann, wer nervt mich denn jetzt? Kennt ihr diese Paketboten, die einfach mit der ganzen Hand auf die ganzen Klingeln drücken? Hauptsache, irgendeiner macht auf. Ich hasse sowas wie die Pest, Freunde. Nein, egal. So, wir versuchen weiter unseren Epic Bottle Flip. Ich habe keine... Hey, das ist... Mann, was? Der steckt da unten drin. Wir haben es doch quasi schon geschafft. Warte mal. Okay, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Mal sehen, was passiert. Wir sind bei MLG, aber auch nicht wirklich... Ja! Nice! 90,2 Sekunden. Das zählt aber nicht, weil der Postbote da war. Na egal, wir haben das Level geschafft. Scheiß drauf. Nächstes Level, Rocket Arm von Fias 2005. Do thing and fly. If something cool happens, save a replay. If this gets a good enough rating, I'll make a hyper Rocket Arm. Okay, alles klar. Mit dem Pogo-Stick, man. Ich bin gespannt. Ach, das... Warte mal, sowas in der Richtung hatten wir doch schon mal, ne? Also zumindest im... Oh!
Auf jeden Fall im Livestream hatten wir sowas. Ich habe auf jeden Fall schon mal keine Arme. Okay, keine Arme mehr und keine Beine mehr. Kein Problem. Moment, ich hebe mal ganz kurz ab. Ich weiß nicht, wie hoch man fliegen kann oder ob man irgendwann einfach zerschmettert. Okay. Wo ist er hin? Okay, ich habe meinen Helm verloren. Alter, wie er aussieht. Moment. Okay, kann man das Ding auch irgendwie gewinnen? Ich glaube, man kann dieses Level nicht gewinnen, Freunde. Moment. Lass uns mal ein bisschen höher fliegen, dass wir nicht gegen die Hauswand klatschen. Ja, ein bisschen höher, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Alter! Wo ist er denn jetzt hin? Dude! Okay, er ist irgendwo geplatzt. Okay, alles klar. Freunde, ich glaube, dieses Level kann man irgendwie nicht schaffen. Ich glaube, das ist einfach nur just for fun. Oh, das fand ich früher immer geil. Seaman 73 Russia Harpoon Dodge 2 mit dem Pogo Stick Man. Erinnert ihr euch noch? Wir hatten damals Harpoon Dodge immer mit dem Vater und dem Sohnemann. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das auch mit dem Pogo Stick Man hatten. Raid 5 for Unlock. Scheiß drauf, wir probieren jetzt einfach mal da durchzukommen. Wir müssen irgendwie auf jeden Fall hier dran vorbei. Nee, ich bin schon tot. Scheiße. Okay, also wir müssen auf jeden Fall gucken. Wir müssen einfach die ganze Zeit vorwärts. Boah, Alter, durch den Hals. Oh. Das Ding ist, Freunde, dass das YouTube... Dass YouTube auf jeden Fall Happy Wheels... Alter. Mittlerweile komplett demonetarisiert. Und jetzt wisst ihr, Alter, ich muss meine Festkamera machen. Ihr wisst jetzt auch wahrscheinlich, warum eben genau wegen... Früher konnte man mit dem Game noch Kohle verdienen. Mittlerweile sagt YouTube, nee, das geht nicht. Einfach voll der Pussy-Modus mittlerweile. Happy Wheels ist doch ein geiles Game. Zumindest. Alter. Meint ihr, wir schaffen das dadurch? Alter. Ich glaube, mit dem Pogo-Stick, Mann, ist das nicht machbar. Okay, da sind wir gut durchgekommen. Beim letzten haben wir das Teil leider durch den Kopf gekriegt. Alter! Moment. Wir brauchen richtig Schwung. Wir brauchen einen guten Winkel. Ich weiß nicht, ob man mit dem Pogo-Stick mittlerweile auch so richtig schnell irgendwie durch kann. Oh, Freunde! Alter, habt ihr gesehen, wie weit wir gekommen sind? Warte mal. Ich muss nur eine richtige Pogo-Stick-Technik anwenden. Lass mal kurz gucken, ob das funktioniert. Warte, komme ich hier noch raus? Ne, ich glaube, wir hängen fest mit unseren Socken. Naja, scheiß drauf. Moment. Next try. Wir müssen so ein... Ah! Habt ihr gerade gesehen, was für einen krassen Speed wir drauf hatten? Wir müssen einfach nach vorne springen. Weil hier... So. Oder ich muss Leertaste spammen. Oh ja! Alter, da braucht man eine richtig gute Technik für, um da durchzukommen. Aber es ist machbar. Oh, warte. Oh, so habe ich den Pogo Stick Man noch nie gespielt. Warte mal, das ist machbar, Freunde. Moment. So, next. Oh, warte mal. So, next try. Ah, das ist nicht gut gewesen. Nochmal neu. So und so. Er muss, ja. Oh, und nein. Moment. So, nach vorne. Den Schwung mitnehmen. Freunde, den Schwung mitnehmen. Fast. Moment, das schaffen wir. Das ist machbar. Wir müssen einfach nur... springen und dann immer so leicht nach vorne drücken auch. Moment. Wieso? Hä, ich drück doch gar nicht. Wieso springt er? Schwung mitnehmen. Ah, scheiße. Moment, nochmal neu. Freunde, das machen wir jetzt. Moment. So, Schwung mitnehmen. Freunde, das ist jetzt Ehrgeiz. Ah, er will aber auch... Oh, ich habe ein Bein verloren. Komm schon, Pogo-Stick, Mann. Jetzt aber mal... Alter, die Wirbelsäule. Das Game ist so dermaßen brutal, Alter. Spring! Ah, oder vielleicht doch nicht uncut. Irgendwie müssen wir da durchkommen. Nee, das ist zu langsam. Also wir brauchen auf jeden Fall... Speed. Da jetzt, Freunde. Speed? Nein! Okay, next try. Da oben ist noch eine Harpune. Spring! Oh no! Oh, Mann! Das muss doch... Ah, Mann, warte mal. Er muss springen, dann direkt wieder... Ja! Ja! Ah. Okay, Moment. Springen. Direkt den Dödel wieder einfahren.
Warte mal. Springen, Dödel einfahren. Springen, springen. Oh. Alter, habt ihr gesehen, was für einen Speed wir drauf haben? Springen, Dödel einfahren. Springen, Dödel einfahren. Springen, springen. Oh. Einfahren, einfahren. Oh, ich darf nicht zu weit direkt nach vorne, sonst überschlägt er sich. Oh, Mann. Jetzt, Freunde. Jetzt hab ich's raus. Oh, Alter, wie weit wir gekommen sind. Ich will auf jeden Fall gucken, wer von euch das nachher schafft. Vielleicht sogar schneller. Komm schon, schnell. Vorwärtsschwung nicht richtig nutzen kann. Jetzt. Jetzt. Jetzt machen wir das, Freunde. Komm schon. Pokémon, bitte. Jetzt nicht hängen bleiben. Ja. Ja, 12,7 Sekunden, Freunde. Ich will auf jeden Fall ein Replay von jemandem haben. Egal, auf Twitter, auf Instagram. Ich will wissen, ob das jemand von euch schneller schafft. 12,7 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viele Tries wir jetzt hatten. Aber 12,7 Sekunden ist richtig gut, glaube ich. So, next level ist Warze Eck. Guide the ball. Enjoy. This took like 4 hours. Also, this is a re-upload because it had bugs and it still does. Okay, guide the ball, press space, controls, arrow keys, move, Steuerung, rotate, space, fix. Oh, Alter, okay. Ach so, ah, oh, voll die gute Idee. So, oder? Hey, ey, das ist geil. Das ist geil. Endlich mal so eine Art Puzzle auch. Das ist ja richtig nice. Ah, jetzt haben wir drei verschiedene. Hier fixen wir auf jeden Fall. Dann muss das Ding hier hin. Da einer hin. Und der letzte. Oh Mann. Oh, warum kleben die denn so? So, ich würde sagen so, oder? Gucken wir mal. Wow. Wow. So, ich würde sagen, wir machen das mal so, dass der langsam darunter rollt. Also so. Nein, warte mal. Nee. Warte mal. Nee. Oh, diese klebrigen Tastaturen. Oh, Mann. Das kommt davon, weil ich Tee verschüttet habe. Ja, Freunde. True Story an dieser Stelle. Nein, aber ernsthaft. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut, ne? So, und jetzt noch einmal. Ich würde sagen, so. So ist perfekt. Okay, pass auf. So, jawohl. Nice. So, nächstes Level. Jetzt dürfen wir sogar 5 Stück irgendwie machen. Ja, der erste ist klar, ne? Der muss ja hier so ein bisschen, da muss der Speed aufnehmen. So. Dann muss hier auf jeden Fall einer sein. So, würde ich sagen. Kann man den hier fixen? Ah, Tatsache. Und dann würde ich sagen, dann wird er wahrscheinlich hier gegenprallen. Oh, Alter. Da braucht er ja richtig Speed, oder? So, würde ich sagen. So. So. Dann muss er auf jeden Fall... Er hat eine leichte Steigung vor sich, leider. Pfeiltaste. Das klebt! So, oder? Und jetzt muss das... Das wird doch safe niemals funktionieren. Er braucht richtig Speed. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Mann! Scheiß Level. Ja, Freunde, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf eine neue Folge habt, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Und vor allen Dingen, ob ihr Bock auf User-Generated Level habt. Also, ob ihr Bock darauf habt, dass ihr Level für mich macht. Wie gesagt, bei 3.000 Likes gibt's die nächste Folge. Ansonsten schreibt mir noch rein, ob ihr Bock auf User-Level habt. Ich bedanke mich ganz fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall beim Stream vorbei, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.